Freunde, mein Name ist Bertolt Fries, bin Geschäftsführer des BUND Baden-Württemberg und habe die große Ehre, Sie, euch heute Abend nach dieser ereignisreichen Woche zur 80. Montagsdemo hier vor dem Hauptbahnhof zu begrüßen. Durch die Gewaltszene nach der letzten Montagsdemo, durch die Berichterstattung dazu und durch die Stresstestnachrichten erleben wir heftigen Gegenwind. Gemeinsam stellen wir uns in diesen Wind. Dieser Wind wird uns. Gemeinsam diesen Gegenwind. Wenn wir zusammenstehen, dann wird uns dieser Wind stärken, so wie wir es als Bewegung gegen S21 schon oft erlebt haben. Zusammenstehen stärkt uns, auch dieses Mal. Und eine humorvolle Bewegung. Und das sieht man heute Abend daran, dass nur ganz wenige ihren Regenschirm mitgebracht hat. Wir sind Optimisten. Zu der ganzen Stresstest-Überrumpelungstaktik des heutigen Tages, des letzten Wochenendes der Bahn, sagt das Aktionsbündnis: Stresstest so nicht, tricksen und überrumpeln statt informieren und beteiligen, das wollen wir nicht. Ist der Schlichtung überhaupt nichts mehr zu tun. Herr Grube, so einfach lassen wir uns nicht um den Tisch ziehen. So geht es nicht. Stresstest ist gefordert, um wirklich eine Prüfung der Leistungsfähigkeit des neuen Durchgangsbahnhofs zu erbringen. Dazu gehört, dass wir daran beteiligt werden. Die Bahn hat aber jetzt in Eigenregie diese Sache durchgeführt. Sie hat uns ausgeschlossen bei der Definition des Fahrplans. Sie will sich einfach nicht in die Karten schauen lassen. Und dann kann sie nicht von uns erwarten, dass wir einfach dem Stresstest zustimmen. Ob jetzt so hastig mit dem Bau weitermachen will, denn es sind ja noch nicht alle Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Es fehlt immer noch das Planfeststellungsverfahren zu den Filtern mit dem Filterflughafen. Das alles ist ja noch gar nicht offengelegt. Seit 2002 versucht die Bahn hier ein Feststellungsverfahren einzuleiten, aber selbst das Eisenbahnbundesamt hat es bisher abgewiesen, weil sie sagt, die Planungen sind einfach noch nicht reif. Ich sage, sie sind Burgs, sie müssen weg. Für die öffentlichen Zuschüsse, dass sie ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis hat. Die Bahn hat auch hier getrickst und schön gerechnet. Wenn man mal präzise nachrechnet, dann ist das Ergebnis negativ und das bedeutet, es gibt keine Bundeszuschüsse und dann fehlen der Bahn 500 Millionen in ihrem Finanzierungskonzept. Liebe Freundinnen und Freunde eines vernünftigen Nah- und Fernverkehrs, liebe Freundinnen und Freunde unseres denkmalgeschützten Kopfbahnhofs, liebe Parkschützerinnen und Parkschützer. Sehr lange, viel zu lange, war ich persönlich nicht in Stuttgart, über 2 Monate. Ich habe in dieser Zeit die Ereignisse in unserer Stadt aus der Ferne täglich verfolgt. Und ich bin stolz, Teil so vieler Menschen sein zu dürfen, die Woche für Woche, Monat für Monat mit so viel Kraft, Durchhaltevermögen und Fantasie für eine vernünftige Politik eintreten. Im Mai hat die neu gewählte
grün-rote Landesregierung die Arbeit aufgenommen. Der größere Koalitionspartner will das unsinnige Projekt Stuttgart 21 stoppen und kann es nicht alleine, weil der kleinere Koalitionspartner dabei zwar mithelfen könnte, es aber nicht will. Die Koalitionspolitiker in Berlin sowie die leitenden Angestellten der Bahn und auch unser Oberbürgermeister haben deutlich gemacht, dass sie alles dran setzen werden, um dieses Projekt durchzudrücken, unabhängig von ungeklärten Gefahren, von schlechter Planung und nicht vorhandener Genehmigungen. Es bleibt also nur die Bürgerschaft von Stuttgart, die Bürgerschaft von Baden-Württemberg, um das Verschleudern von Steuergeldern, um die Zerstörung eines Kulturdenkmals, um die Behinderung des Bahnverkehrs auf alle Zeiten durch Stuttgart 21 und um den neuen Herzinfarkt Europas in Stuttgart zu verhindern. Unsere Landesverfassung, in diesem Punkt noch unvollkommen und veränderungsbedürftig, gibt uns als betroffenen Bürgern keine ausreichende Möglichkeit in die Hand, im Wege direkter Demokratie über ein solch unnötiges Projekt mitzuentscheiden. Ein Mittel allerdings stellt die Verfassung zur Verfügung, um den gewählten Vertretern zwischen den Wahlen unseren Willen kundzutun. Und das ist die Demonstration, die friedliche Demonstration der Bürgerinnen und Bürger auf der Straße. Und deswegen müssen wir weiter auf die Straße gehen. Zu Tausenden, zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden. Dieses Mittel ist aber nur wirksam, wenn wir alle unter allen Umständen friedlich bleiben, wie wir es bisher immer waren. Denn das macht unsere Kraft aus. Ich verstehe sehr gut, wenn jemand aus Zorn, aus Empörung, aus verständlicher Hilflosigkeit die Faust fallen möchte. Die Verunglimpfungen, die Demütigungen, das Ausgeliefertsein an die arroganten Mächtigen geben allen Anlass dazu. Bald die Fäuste, ballt sie so oft ihr wollt, so oft es notwendig ist, aber lasst sie in der Tasche. Wenn wir die Hände herausnehmen, müssen sie offen sein. Wenn es einmal dabei ein bisschen ruppig zugeht, nun ja, wir sind alle keine Heiligen, müssen es auch nicht sein, genauso wenig wie unsere Gegenüber. Durch diese Art des Widerstands, und das kann man ruhig so sagen, sind wir weit über Deutschland hinaus bekannt geworden. Und es hat sicher vielen Menschen Mut gemacht. Wir wissen, was wir wollen. Und deswegen benutzen wir keine Gewalt, wir brauchen keine Gewalt, sondern Argumente, Überzeugungskraft und Wissen. Wir haben viele Mittel, uns täglich auszudrücken. Wir haben den Schwabenstreit. Wir können die Stadt mit grünen Bändern schmücken. Wir können Denkmäler und Bäume verhüllen, um zu zeigen, was passiert, wenn sie nicht mehr da sind, wenn eine Stadt gedankenlos verschandelt wird. Wir können friedlich Plätze besetzen. Ja, wir können sogar Zäune versetzen, ohne irgendetwas zu zerstören. Da ist ein Rettungswagen. Bitte den Rettungswagen durchlassen. Der ist hier auf der Schillerstraße und fährt in diese Richtung auf der Gegenfahrbahn.
wenn es sein muss. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eines allerdings können wir nicht und wollen wir auch nicht, und das ist Bäume versetzen. Die sollen bleiben, wo sie sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn unsere Gegner uns dieses Grundrecht absprechen wollen, uns als Radikale abstempeln wollen, einfach nur, weil wir nicht ihrer Meinung sind, so stellen sie sich damit ins Unrecht, nicht uns. Wir oben bleiben.